Hallo YouTube, hier spricht mein Dautstadt, I'm Sesten hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Tag 2, beziehungsweise eigentlich schon Tag 3 des ersten DLCs für Call of Duty Ghost Onslaught. Das hier ist die Map Bayview und das Gameplay ist mal wieder von Energized XBL erspielt. Ich habe bisher aber einfach kein anderes bekommen auf dieser Map. Von daher habe ich mir gedacht, nehme ich dann einfach dieses Gameplay, da es doch ziemlich ordentlich ist. 87 Kills hat er mir gesagt, war auch fast eine Double Cam. Allerdings ist er dann irgendwie ein paar Kills davor gestorben. Eine Cam hat er allerdings erreicht und die zeige ich euch hier gegen um die 3 Minuten, also auch noch ziemlich schnell. Und ich muss sagen, diese Karte gefällt mir richtig gut. Ich habe mir da auch ein Gameplay von The Mark of Jay angeschaut. Und das hat mich irgendwie so für einen ganz kurzen Moment in die Black Ops 1 Zeiten zurückversetzt. Denn ich muss sagen, diese Karte erinnert mich doch sehr, sehr stark an Stadium aus Black Ops 1. Also nur so vom Design her, nicht von der Map-Struktur und dieses Aquarium, wo hier gerade durchgeht. Es erinnert mich zum Beispiel auch an das Aquarium aus der Map Zoo, auch eine Black Ops 1 DLC Map, da konnte man die Fensterscheiben einschlagen. Ich weiß nicht, ob das hier auf dieser Karte auch geht, auf jeden Fall dieses Aquarium kommt mir doch ziemlich bekannt vor. Auch wenn vielleicht die Map-Struktur ganz anders ist, aber einfach so von den Farben und, sage ich mal, von den Gebäuden und wie das Ganze so aussieht, ist es doch irgendwie ziemlich Stadium-like, finde ich. Die Map sieht insgesamt zwar etwas unübersichtlich aus, aber ich glaube, die lässt sich durchaus ganz gut spielen, da ich da schon einige gute Gameplays jetzt drauf, also nicht selber gesehen habe, aber ich habe die Titel auf jeden Fall gesehen und das von Mark of Jay habe ich mir dann auch angeschaut. Also muss sagen, eine ziemlich geile Map. Ich glaube, das ist so neben Scrapyard, also neben dem Scrapyard Remake mit die beste Map aus diesem Kartenpaket, wenn ich das jetzt einfach mal so betrachte, vom Design her und was man bisher auch so für Gameplays gesehen hat auf YouTube. Also insgesamt definitiv eine Map, glaube ich, die sich ziemlich gut spielen lässt. Ich krieg vielleicht heute noch das DLC geshared, dann spiele ich die ein oder andere Runde drauf, aber erwartet da nicht zu viel. Ich habe jetzt, glaube ich, seit online habe ich COD, glaube ich, seit locker 2 oder 3 Monaten nicht mehr gespielt. Also das ist doch schon, nein, eigentlich länger. Ich glaube, ja doch, 3 Monate oder sowas kommt schon, doch, das kommt schon hin. Also ich glaube, da kann man nicht zu viel erwarten. Aber ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, eine Map steht ja noch aus, Containment heißt die, glaube ich. Und da werde ich dann sicherlich auch noch ein Gameplay zeigen, also wer mir da noch was einschicken will, kann das gerne tun. Gameplay ist auch dann fast schon wieder vorbei, weil diese Campstrike mit 3 Minuten wirklich ziemlich schnell war. Schaut beim Energized vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt, was ich allerdings an der Stelle bezweifle. Und will mich auch nochmal bei ihm bedanken dafür, dass er mir hier die Gameplays zur Verfügung stellt, weil sonst hätte ich halt überhaupt keine Möglichkeit, das DLC bisher zu zeigen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache von ihm, auch wenn das er eigentlich von seinen Abonnentenzahlen ja gar nicht mehr nötig hat, irgendwie Gast-Gameplays irgendwo zu machen. Also ich hab ihm sozusagen angeboten, dass ich das Gameplay hochlade. Ich habe ihn gefragt, ob ich es hochlade. Und es war nicht irgendwie umgekehrt, dass er mich darum gebeten hat oder so. Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, sondern ich brauchte einfach ein paar Gameplays, um dieses DLC zu zeigen. Ich bin dann an der Stelle auch raus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.